Eine kleine Vorschau auf die neue Basis. Das Video jetzt auf dem Hauptkanal. Willkommen zurück in Unshrouded. Wir haben ja jetzt erstmal alle Begleiter. Die wollen jetzt auch alle irgendwas von uns. Als erstes sprechen wir aber mit dem Schmied. Kurz. Da brauchen wir einmal Nägel. Dann können wir uns noch eine magische Kiste herstellen. Habe ich jetzt alles dafür dabei? Warte. Ist ja wieder nur hier. Stauraum. Kleine Truhe herstellen. So. Dann werden wir die mal hinstellen. Mal wieder ein bisschen mehr Platz zum Ablegen. Da tun wir jetzt erstmal diese ganzen Grundstoffe rein, die wir ja öfter brauchen. Hier habe ich noch einmal Leinen und fossile Knochen gefunden. Die tun wir. Ist hier in der Kiste noch Platz? Nein, hier ist kein Platz mehr. Welche Hose haben wir an? Wieder okay. Ja, dann tun wir das mit hier rein. Und zwar am besten nach unten. So. Dann die Fackel hier wieder hin. Dann habe ich mal an der Karte geguckt am Rand beim Startgebiet hier. Ob man vielleicht doch auf die Schneeberge schon kommt. Hab da einen Schrein hingesetzt. Testen, aber wie man sieht, das ist die weiteste Stelle, an der ein Schrein platziert werden kann. Okay, wenn man hier guckt, wird zwar angezeigt, wir sind noch im Baubereich. Bis hier. Aber wir können... Gut, wir haben nichts mit. Aber hier steht ja auch... Hier kann nicht gebaut werden. Liegt nicht daran, dass wir jetzt keine Materialien mit haben. War einfach hier einen abbauen. Haben wir ja Material. Wir können den hier nicht setzen. Wir kriegen Debuff durch Schnee. Zwar langsamer sind. Und wir können nur bis hier bauen. Ich habe alles probiert. Wir können den auch nicht weiter versetzen. Aber hier ist irgendwie... Jetzt setzen wir den da mal wieder hin. Hier ist zu flach. Selbst der Turm da hinten ist ja höher. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir höher kommen. Beziehungsweise da oben reinbuddeln. Aber es geht leider nicht. Und hier ist auch eine rote Linie wird angezeigt, wenn man sich hier bewegt. Und außerhalb ist also noch Ende der Spielwelt. Das kommt wohl erst noch mit hinzu, dieses Gebiet hier. Müssen wir halt ein bisschen warten, bis wir uns da... Hier oben oder wenn wir einen höheren finden, dann da hinten der, aber der ist ja auch noch nicht im Spiel. Da dann eine schöne Basis hinbauen. Und vorher müssen wir gucken, dass wir irgendwie einen anderen Platz finden, wo wir eine Basis hinbauen können. Bis das freigeschaltet wird. Jetzt quatschen wir mit den ganzen Begleitern. Die wollen ja alle was von uns. Dann gucken wir mal, ob ein paar Quests zusammenliegen und können wir die gleich mit erledigen. So, alle anquatschen. Ja, Schreiner gerettet. Cool. Mörser des Alchemisten. So. Was da steht, ist ja völlig irrelevant. Wird ja in den Quests angezeigt. Fortgeschrittene Gleiter bauen. Habe ich jetzt nicht die Lust zu. Fortgeschritten, der hier. Der fehlt uns Miasmasack und Lein.
Bisschen ärgerlich, dass wir den bauen müssen, auch wenn wir den besseren haben. Ach, naja. So. Verlorene Handspindel. Gut. Sie will eine Handspindel. Was mit ihr? Welt öffnet sich. Das war alles. Neuer Ort markiert. Jetzt Schmied. Nein, das war falsch. Geht vielleicht ein bisschen dicht, der Schmied hier an der Schmiede. Ausrüstungstruhe. Okay. Dann gucken wir jetzt, was alles in der Nähe liegt. Haben wir denn alles dabei? So, den hier könnten wir ja noch. Feuermagie. Bösartig, präzise Hinterhalt. Ah, naja. So, dann tun wir die noch weg. Wir haben ein bisschen Essen mit. Ausrüstung ist repariert. Die Fackel nicht ganz, also einmal noch hier kurz. Alles repariert. Dann kommen hier die Runen rein. So, dann gucken wir jetzt auf die Karte. Hier haben wir ewigen Zauber. Dann könnten wir unseren Zauberstab benutzen. Hier alte Wunden, eine Geschichte des Feuers. Die Handspindel der Jägerin. Könnten wir vielleicht von hier fliegen. Die machen und dann weiter hier rüber. Mörser des Alchemisten. Je nachdem wie läuft, können wir noch Grabmal der Königin. Oder holen wir uns erst den Zauber. Wir hätten 5 Punkte. Könnten wir uns jetzt mal Aufwind holen, oder? Okay. Doppelsprung wäre natürlich auch gut. Ja, und Aufwind bringt jetzt vielleicht noch nicht viel, da wir noch nicht genug Ausdauer haben. Gucken. Das haben wir, das haben wir. Mehr Mana. Dann machen wir das einfach mal. Magieschaden einerhöhen. Und dann gehen wir schon mal hier die Richtung. Jetzt haben wir noch 2. Ausdauerverbrauch reduzieren. Da sollten wir jetzt die Quest wohl machen können. Hm. Holen wir uns als erstes die, das Schnellreisepunkt. Können wir schnell wieder zurück. Und dann holen wir uns die Spindel für die Näherin. So. Die einmal markieren. Danke. Wir müssten wohl eher da runterspringen. Soll ja angeblich hier unten im Miasma direkt sein. So. Das ist doch ein Stück weiter. Na egal, laufen wir halt. Als wir hier vorbeikommen. 82 Meter. 40 Meter. Auch den können wir nicht einsammeln. Den müssen wir abbauen. Nehmen wir hier alles mit, wenn wir schon hier sind. So. Wird ja wohl hier sein. In Dunkel hier drin. Das ging noch. So. Ah, das ist sowas, wo wir die Blöcke mit den Totenschädeln gefunden haben. Können wir ja gleich hier noch die Spinnen mitmachen. So. Oh ja,
eher ein einfacher Aufbau. Da war eine Falle. Oh, guck mal. Der ist neu. Ja. Wie geht der hoch? Guck mal, da ist noch einer. So. Dann können wir die Miasma-Zeit wieder auffüllen rechts. Hier mit so einem Glas. Was ist denn das? Unser Schwert ist vielleicht doch etwas dunkel. Ah, da ist er. Ewiger Eisbolzen. 45 Mana kosten. Quest abgeschlossen. Jetzt müssen wir leider nur hier wieder rauslaufen. Weil wir uns von hier nicht teleportieren können. Gut, ist bestimmt ein bisschen weit wieder außerhalb nach oben zu gelangen. Außerhalb des Miasmas. Da war die Falle. Und dann war das hier rechts. Nein, war das nicht. War ein Stück weiter. Ah, hier ist die Treppe. Haben wir sie gefunden. Ja, die Quest war ja gut. Konnten wir gut schnell erledigen. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier noch ein paar Pilzchen einsammeln. Die Flüssigkeit, die brauchen wir ja immer mal wieder. Den müssen wir abbauen. Das dauert zu lange jetzt. So. Auf welcher Seite kommen wir denn raus? Ah, hier können wir einfach gerade hochlaufen. Nee, warte mal. Wir gehen hier rechts rum. Da scheint es noch ein ganz schönes Stück zu sein. Also so und dann einfach da lang. Uns begleiten, wenn das funktioniert. Da sollten wir vielleicht nicht drauf treten. Niederauen warten. Super. Untergefallen. Was ist jetzt? Kommen wir da hoch? Los, los, lass mich da hoch, lass mich da hoch, lass mich da hoch. Das war aber knapp. Also dieser Doppelsprung wäre echt gut. Kommen wir jetzt an diesem roten Ding vorbei? Können wir es nicht berühren? Kommen wir vielleicht... Ist zu hoch, ne? Können wir uns da hochklitschen? Oh ne, können wir nicht. Also wir müssen an dem roten Ding leider vorbeilaufen. Naja. Genug Zeit haben wir ja noch. Da können wir uns auch noch ein paar Pilzchen mitnehmen. So. Das rote Feld ist größer als gedacht. Also mal im Ernst, wir gut, wir sind jetzt direkt an der Warte, also tun wir unseren Kram direkt wieder, ist völlig egal. Bevor ich da jetzt ewig langen Ausweg suche. Guck mal, hier ist direkt die Warte, da ist das rote Zeug. Auf dieser Seite hier gestorben sind, könnten wir Glück haben, dass unser Zeug auch auf der Seite hier liegt. Ne, es liegt da drüben. Ich gehe kaputt. Es war ja da doch hinlaufen. Einmal um diesen roten See.
Mann, das. Ja, Käfer, sei mal leise. Ups, falsche Taste. Was ist denn das? Hier trotzdem irgendwie rauskommen. Wenn wir von hier oben vielleicht springen. Wir müssen ja nur auf die andere Seite von dem Rot. So. Na guck mal, hat doch geklappt. So, jetzt können wir uns teleportieren und zwar wollen wir jetzt hier oben ja die Handspindel machen. Ab mal. Da. Die kleinste Fragezeichen der Welt. Vielleicht können wir von hier aus springen. Haben sauber gut getrickst an dem Turm mit diesem roten Reich. So, einmal die Handspindel aktivieren. Dankeschön. 800 Meter in diese Richtung. Also da ist eine Warte. Da hinten kann es aber nicht sein. Also, wo ist denn diese andere Warte denn, wenn wir die von hier aus sehen können? Wir müssen noch ganz kleines Stück uns nach links drehen. Zu dem Elixierbrunnen, den wir down gemacht haben. Das Dorf da vorne? Mal gucken. Welches dieser Dörfer ist denn das? Ja doch, das müsste hier, da wo unser Ausdauerbalken ist. Da sollte das sein. Noch 400 Meter. Ja, das ging mal genau drauf zu, so wie das aussieht. So. Und zwar müssen wir jetzt noch 25 Meter laufen. Gehen da erstmal kurz ein bisschen kleiner machen. So, der da möchte auch. Was liegt denn hier? Kleiner Rucksack bei Jägerin. Trocknetes Fell. Hört er mal auf mich zu schießen? Wer war das überhaupt? Der da war das. Böser Junge. Da musst du leider sterben. So, ein paar Bärchen mitnehmen. Können wir gebrauchen. 20 Meter und zwar in die Richtung. Ich möchte einmal da rein. Okay. 1 Meter. Wegpunkt erreicht. Ach ja, super, das war unser Wegpunkt. Wir müssen das Dorf durchsuchen. Dann suchen wir einfach nach einer roten Schriftrolle wahrscheinlich. Gucken, die wird ja hier irgendwo rumliegen. Hat es auch rot beleuchtet. So. Ah, hier ist auch eine Tür. Da ist auch noch was. Wir nehmen uns den Honig mit. So.
Einmal gucken, haben wir alles hier gefunden? Haben wir. Jetzt müssen wir dahin. Wegpunkt. Weil hier ist das Fragezeichen und der Kreis verschwunden. Das heißt, wir haben alle Hinweise soweit gefunden und können weiter. Und jetzt müssen wir 110 Meter in diese Richtung. Meter das Glühwürmchen? Nein, das sind Schmetterlinge. Tierfell, das können wir bestimmt gebrauchen. Die neuen Bienen. So, ein Beil, das können wir direkt zerlegen. Immer wieder ein paar Runen. Und ist auch immer sehr gut, es wird dann ja direkt nach dem Lesen angezeigt, neuer Ort markiert, neue Geschichte allgemein. Also da weiß man dann direkt, Höhleneingang ist da. Oh ja, dann machen wir aber erst das hier. Das ist näher. Der Mörser des Alchemisten, ihre komische Handspindel ist ja immer weiter weg. Verobere die Wildnis. Naja, das machen wir gleich. Gut, dann machen wir jetzt halt erstmal den Alchemistenmörser. Weil das ist ja nun näher. So, 600 Meter in die Richtung. Oh, guck mal, da kriegen wir vielleicht ein bisschen Metallschrott oder Miasma. Da. Boah. Der da im Boden will nicht sterben. Mit dem nicht. Doch halt. Na gut, dann nicht. Da haben wir jetzt gar keine Zeit. Da Metallschrott drin. Ja, Metallschrott brauchen wir immer. Voll in so eine Falle reingelatscht. Cool, da war noch einer, der schießt. Nee, wo spawnen wir? Okay. Oh Gott, ist das weit weg. Muss man mitten in der Nacht so weit laufen. Oh, ich bin in die falsche Richtung geflogen. Jetzt haben wir nicht genug Ausdauer, um da hinzukommen. So ein Mist. Also, ich müssen wir nach diesem Alchemisten-Ding erstmal uns diesen neuen Spawn-Punkt da hinten holen. Das ist ja nicht ärgerlich. Deswegen müssen wir eine Fackel nehmen, ich sehe überhaupt nichts. So, dulle. Also erst diesen einen Lebenden hier noch niedermetzeln, der auf uns geschossen hat, dieser. Diese Vollpfeife. Jo, von wo hat denn der geschossen? Oh.
War in Ordnung. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Jetzt noch so eine Drecksblume. Die Hauptsache, sie hat trotzdem getroffen. So, selber nicht. Was ist das? Erdbeeren. Cool. So, hier hätten wir einen Spawnpunkt. Hm, warte mal, wir sind neu. Habe ich jetzt gar keinen Nacht drauf. Level 11, das war gar nicht gesund. Ja, findet ihr das witzig? Sieht ja einfach aus. Also hier sollten wir uns echt nicht lange aufhalten. Die sind ganz schön stark hier alle. Aber wir können das wenigstens einsammeln. Also wir hätten ja hier einen Spawnpunkt. An dem sind wir ja gerade vorbeigelaufen. Aber dann scheint das mit diesem Alchemistenkessel vielleicht noch ein bisschen schwer zu sein. Scheint ja auch im Miasma zu sein. Dann gucken wir erstmal, neues Gebiet, bestimmt neue Materialien. Aber hier ist ein bisschen dunkel. Haben wir auch einen Baum, der im Licht steht. Oh, der hier zum Beispiel. So, was haben wir jetzt hier? Gar nichts, oder wie? Da. Art Holz. Also eine andere Holzart zumindest schon mal. So. Dann gibt es hier bestimmt noch ein paar Sachen zu finden. Da leuchtet es rot. Ist eine Pflanze. Nicht so wild. Da ist wieder einer. Ah, super, ich habe den Baum hinter ihm getroffen. Danke. Da sind Abbaumaterialien. Materialien am Berg. Mal gucken, was das ist. Oh nee, hier ist ja noch einer. Also Blitz funktioniert gut bei denen. Falls unser komischer Magierstab auch mal den schießt, wo wir das gern hätten. So. Wir müssen echt uns dann diesen Stab ausrüsten. Rucksack voll. Voll. Das ist normales Holz, das kann weg. Das haben wir ja bei uns. So. Da ist noch so eine blöde Pflanze. Warte, zum Abbauen brauchen wir jetzt ja auch einen Platz. Guck mal, normale Äste haben wir auch. Was haben wir denn hier? Lehm. Lehm ist gut. Rucksack voll. Ja, wir wollen ja nur das Lehm. Steine kann er hier lassen. Lehm, Lehm. Oh, wir kriegen sogar Erfahrungspunkte beim Abbauen. War ganz schön weit oben. Bestimmt noch einen besseren Spot. Hm, Schlawinien. So, sammeln wir einmal das Lehm ein. Da wir ein Rezept freigeschaltet haben. Können wir das bestimmt wieder direkt einfach in den Ofen backen und dann, während wir unterwegs sind, kann das da ja arbeiten. Also da ist die Warte mit dem Schnellreisepunkt. Wäre jetzt hier in diesem neuen Gebiet bestimmt sehr gut. Oh, kein Platz, neue Blume und kein Platz. Ich gehe kaputt. Ja, komm, dann trink halt diesen komischen Trank. Lachs. Lachssetzling bei... Ja, direkt einsammeln. So. Ist jetzt die Frage, hier ist ein Dorf, das ist
Umzäunung, also sind bestimmt Gegner, da die hier alle Level 11 sein scheinen. Sollten wir vielleicht gucken, dass wir diesen Schnellreisepunkt kriegen. Was ist denn diese Warte jetzt? Die war doch da eben irgendwo. Das Ding ist echt dunkel. Wo ist denn? Na, da hinten. Da irgendwie hinkommen? Nur gucken, dass wir nicht ins Miasma laufen oder zu weit runter, weil die Dinger stehen ja immer auf Bergen. Und dann gehen wir zurück. Das hier könnte auch Leben sein, wa? Oh Gott, rotes Miasma. Da ist eine Brücke. Also Honig nehmen wir mit. Wir brauchen Wachs oder sowas zum Aufwerten, damit sich das Rote in Blaues verwandelt und wir da gefahrlos durchgehen können. Beziehungsweise, naja. Jetzt müssen wir diesen Baum fällen. Ich gehe kaputt. Hoffentlich sieht uns keiner. Wachs. Gut. Machen wir hier auch eine Quest? Hm, der Ort hat keinen Namen. Wie weit können wir hier gefahrlos hin? Oh, ohne gesehen zu werden. Boah, ich sehe überhaupt nichts, ne? Aber zeigt mir doch, wie der Ort heißt. Erstens kriegen wir dann Erfahrungspunkte und wir wissen wieder, wo wir hier dieses Leben kriegen. Da, Whiteslow. Neuer Ort hinzugefügt. Gut. Dann können wir jetzt mal probieren, ob wir über die Brücke kommen. Mit dem Todesmiasma. Weil der Punkt ist ja da. Es wird hell. Mal endlich. Eieiei, die ist aber gut kaputt, du. Wir müssen darüber. Wenn wir jetzt hier noch mehr Quests haben, wir müssen sonst jedes Mal super weit laufen. Wer will denn sowas? Ah, also da vorne müssen wir kurz springen. Ah, guck mal, wenn wir springen, außerhalb sind, lädt sich, oh Gott, was ist denn hier kaputt? Lädt sich unser Miasma-Zeit wieder aus. Da hätten wir nochmal Platz. Sauber. Arschwaff, ist denn jetzt dieser Turm schon wieder abgeblieben? Kann ja nicht sein. Soll der nicht irgendwo stehen? Ist er hin? Müsste hier einmal durch, danke. Erdbeeren. Reiner lag. Ich habe irgendwas gehört. Oh. Oh, Level 13 Wildschwein. Jetzt geht's aber los hier. Was liegen denn hier? Exakt voll. Ja, ist mir ja egal. Quest abgeschlossen. Hier eine Quest? Wir haben aber keinen Platz. Hm. Aber den schmeißen wir sowieso weg. Also. Mal hier. Fleisch. Holt weg. So. Also, wo ist jetzt. Blöde Turm. Ja, wohl nicht wahr sein. Erobere die Wildnis. Dass die Quest ist. Also ob wir da eine Quest haben bei diesem Turm. Also falls wir jemals diesen Turm wiederfinden sollten.
Ist ein Turm und so klein oder wie? Was ist der denn? Ich gedacht, der ist da irgendwo. Oh nee, was denn jetzt? Warum Wildschwein? Ja, ach, lauf doch da durch. Wo hier sind noch Erdbeeren? Können wir ja dann scheinbar aus East Saatbeet irgendwie anbauen. Da ist doch der Turm. Da ist er. Nee, oder? Oder? Hm. Oh nein. Das hat uns zum Glück sehr spät gesehen. Wie kommen wir da jetzt hin? Also entweder um den Berg laufen. Oder wir laufen nicht um den Berg. Können ja mal. Kommen wir. Ne, da kommen wir gar nicht hoch, okay. Der Rucksack voll, das Stein brauchen wir auch nicht. So, super. Die Kamera mal irgendwie weiter weg? Ist überhaupt nichts. Ah. Ja. Ja doch, dahin springen war richtig. Sag mal, spring doch jetzt mal da rein. Was zum... Warum will er da jetzt nicht hoch? Also das hier, das, wir machen das irgendwo anders. Ich habe echt keine Lust, um diesen ganzen Berg rumzulaufen. Ja, Wildschwein, lass mich in Ruhe. Höhlenpassage, ja cool. Gott, ich sehe überhaupt nichts. Ja, Wildschwein, lass mich doch mal kurz in Ruhe. Wir gehen hier richtig lang. Immerhin haben wir eine Höhle gefunden. Also. Und Höhlenpassage heißt, hat einen Eingang, hat einen Ausgang. Guck mal, da ist hell. So, jetzt gucken wir mal die Karte. Sind wir jetzt näher an diesem blöden Turm? Die Quest ist... Hey, hoffentlich ist die Quest die das mit dem Turm. Hat der Turm? Was haben wir denn dann eben gesehen? Was ist das da? War nicht so eine Säule um die anderen? Oh, guck mal. Ah, so eine Säule war um die anderen Türme. Baum. Wir haben es gefunden. Also war richtig, da durchzulaufen. Elixier, wann? Wann haben... Ach ja, dieser dämliche Mana-Trank. Hauptsache, der gibt einen Dieber. Hier haben wir jetzt auch einen Respawn-Punkt, also. Brauchen wir nur noch den Teleport-Punkt. Dann können wir von hier aus die anderen Quests starten. Zwei komische Schalter. Da ist kein Schalter. Auch nicht. Ah, krass. Okay, die Tür geht gar nicht auf. Komm.
Alter. Kann man die wegblocken? Gucken. Cool, komm an. Ist aber trotzdem Schaden. Also irgendeine Tür muss doch. Oh, die hier geht noch auf. Wozu haben wir das jetzt gemacht? Ah, hier ist der Schalter. So. Da ist der nächste Teleporter. Schnell einmal hoch. Ein oder zwei müssen wir, glaube ich, noch machen, ne? Ja. Meistens so. Vier Schalter ist nicht deren Ernst. Haben wir noch Pfeile? Geht's nach draußen. Oh. Ah, da. Zwei. Da waren wir noch nicht, oder? Also gut, ohne Pfeile sind wir hier aufgemessen. Und dann geht es hier auch hoch. Dann hätten wir diesen anderen, den vierten Schalter bestimmt. Von eben oben auch betätigen können, oder? Guck mal, da hinten ist er. Wir können doch hier nicht. Mal was testen. Ja, da haben sie dran gedacht, wa? Ja, scheint so. Schade. Ach, fuck, wir haben noch gar keinen, ja. Nur so ein komisches Ding. Wie kommen wir da hin? Was ist das? Alter. Oh. Oh, hier guck mal, fertige Ziegel brauchen wir keine herstellen. Ja, Mist, wir brauchen das. Guck mal, Garn können wir herstellen. Ganz einfach. So. Ziegelblock bei Werkbank. Haben wir einen. Ernsthaft? Ich bin dran vorbeigelaufen oder was? Oh, ich will kurz. Gut. Man muss wirklich nach oben gucken. Wieder zwei Schalter. Die sind scheinbar oben. Aber. Okay. Ich sehe keine andere Tür. Außer die, wo wir zwei. Oh, warte mal. Ah, okay. Hm, ja. Naja. Keine Ahnung, wie man da hochkommen sollte sonst, aber.
ist der Teleporter? Ja, ganz knapp nicht geschafft. Ah, komische Kiste. Finde den Teleporter. Jetzt kommen wir hoch zu den Schaltern. Ah. Ein Schalter. Lass mich raten, auf der anderen Seite ist auch einer. So. Ah, guck mal, da ist der Teleporter. Gut, dass die Blitze nicht direkt auf dem Teleporter lang schießen. So, Teleportpunkt. Lava mit der Flamme. Gut. Was sind wir denn? Warum? Ja, dann müssen wir ihre komische Spindel von hier aus machen, weil das hätte sich ja gar nicht gelohnt. Jedes Mal von hier, die ganzen Quests, die jetzt hier oben sind, da wieder hinlaufen. Und vielleicht kommen wir... Naja gut, das für den Alchemisten, das war noch sehr schwer. Und das liegt im Miasma. Wir wollten noch teleportieren. Das sollten wir vielleicht noch lassen. Machen wir erst ihre komische Spindel da. Gucken uns jetzt schnell mal das mit diesem Zauberstab an und diesem ewigen Zauber, was jetzt funktioniert. Der ist irgendwo. Erstmal Sachen wegpacken. So. Aber das ist Essen. Oder. Naja, das ist Anpflanzen, ne? Das ist was anderes. Das kann dahin. Rein, Hol. Hier, guck mal. Nee, warte mal, das ist ja schon wieder falsch. Was mache ich denn da? Miasma-Kram kommt ja hier rein. Und hier kommen Bausachen rein. Also der Lehm. Der fertige Ziegel. Holz. Ja, wo packen wir Holz rein? Wir können ja in die hier Anpflanzsachen packen. Das können wir ja anpflanzen. Dann kommt hier das zum Holz rein und das. So, den komischen haben wir jetzt. Achso, das warten wir mal. Das könnte ja ein Questgegenstand sein. Nicht, dass wir den jetzt zerlegen und nachher finde ihn. Ja, doof. So, jetzt gib uns mal, welchen nehmen wir? Feuermagie oder Schockmagie? Dann könnten wir Eis und Blitze. Aber wir machen mal Eis und Feuer, ne? Das hört sich ja cool zusammen an. Wie geht denn das jetzt? Wir sollten einmal kurz alles reparieren, bevor ich jetzt irgendwas aus der Tasche packe. So. Wo packen wir den jetzt hin? Den werden wir ja bestimmt aufgrund der Mana-Kosten nicht oft benutzen können. Wir können den Bogen... Eine gute Sache, dann können wir hier zwischen Bogen immer so wechseln. So. Er knistert. Okay. Und das Mana lädt sich sehr langsam wieder auf links oben. Guck mal, da ist ein Wolf. An dem können wir das direkt mal testen. Oh, krass, kein Mana mehr. Boah. Das... Ja, Wolf, bleib mal ruhig. Ich brauche Mana.
fraglich, wann ist ein Schuss voll da? Mal wissen, wie das aussieht. Cool. Oh, da ist sogar noch eine Eisfläche dann ein bisschen drumrum. Also vielleicht auch Area Damage, also mit wenn andere reinlaufen und so. Jetzt ist der Zauber erst weg. Also das ist gut, aber wir haben so null Mana dafür. Okay. Ja, dann müssen wir uns in einer der nächsten Folgen mal gucken, wie wir das Mana hochkriegen, weil das scheint ja vielleicht, wenn du dreimal damit auf den Boss schießt und dann Bogen oder auf Schwert wechselst zum Nahkampf, scheint ja vielleicht eine gute Kombo zu sein. Gehen wir ins Haus und setzen uns mal hin. Mit was auch immer für einer Tast. Und kriegen 18 Minuten Ausgrundbonus. Wollen die schon wieder was von uns? Aber immerhin nur der Schreiner und der Schmied. Gut. Dann haben wir jetzt einen neuen Wegpunkt. Konnten schon Teilquests erledigen. Nicht alle, die wir wollten, weil das ja sehr weit weg war und auch noch zu schwierig sein scheint. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.